beginnen wir mit Prima Paletti und ich hoffe, ihr seid gut ins neue Jahr gerutscht. Big Fail im neuen Part. Willkommen zu einem neuen Part Marbles Rabbits Box of Hope. Ich habe den Aufnahmeknopf vergessen zu drücken, ne? Also hier sagen wollte, painful. Wir befinden uns im Landanflug auf Prima Paletti. Bekannt für das warme Orangegelb seiner Laubwälder, sein himmlisches Kürbiskuchengewürz. Okay, es funktioniert wieder. Zum Glück könnt ihr hier noch den eigenen Text wieder nachholen. Also, was ich noch sagen wollte. Willkommen zu einem Part Marbles Rabbits Box of Hope in 2023. Obwohl ich das Video in 2022 aufnehme, aber das spielt keine Rolle. Und im letzten beiden Parts haben wir Flockenbrocken, die Nebenmission gemacht. Oben rechts verlinkt natürlich, aber ohne Commentary. Und ich habe herausgefunden, dass ich es gar nicht mal 100% machen kann im Moment. Weil wir zuerst nach Prima Paletti gehen müssen, für etwas, was ich nicht spoilern will. Und jetzt sind wir wieder standaktuell, was ich im Intro gesagt habe, also legen wir hier einfach weiter los. Und die erbauliche Dichtkunst! Schon seit Jahren will ich diesen Planeten bereisen. Okay. Die Präsenz von Finsterzeitenergie auf diesem Planeten hat die natürliche aktive Synthese von Anthocyan-Pigmenten behindert. Und auf Klartext bitte? Und die Baumkronen der Wälder trostlos werden lassen, während seine labyrinthartigen Wälder die Besucher in eine undurchdringliche Dunkelheit hüllen. Okay. In der verzauberte Kreaturen lauern und darüber nachsinnen, ob sie helfen oder angreifen sollen. Okay. Und Kürbiskuchengewürz wird ohnehin überbewertet. Genie, war das etwa ein Witz? Weird. Und das sieht echt nicht gut aus. Oh je, Mini. Was gibt es, oh Blatt- und Busenfreund? Von floraler Weisheit habe ich geträumt. Getreues Tier, welch Trost willst du bringen? Uns Arien der Hoffnung singen? Singen! Aber macht nur Unglück. Doch was ist das? Hoffnung naht auf Adlers Schwingen? Genie, was war das denn für ein Landeanflug? Hast du deine Landungsprotokolle optimiert oder hat Rabbit Luigi mal wieder Eintopf auf der Raumgleitersteuerung verschüttet? Die holprige Landung wurde durch eine anormale Interferenz verursacht. Allerdings nicht durch Finsterzeit, sondern eher Tragik? Was? Hinfort, Freunde! Hinfort! Auf das ihr niemals seht, solch unverseeltes Leid. All Hoffnung hier vergeht. Das ist T.S. Tristan. Wächter von Prima Paletti und lokal renommierter Amateurdichter, meist im Selbstverlag. Okay. Ach, wehe! Wehe! Eine güldene... Was zum Teufel ist eine güldene? Eine güldene Frisur. Jetzt matt und grau und alt. Doch schlimmer als die Tortur... What the hell? Lässt ihr Verlust mich kalt. Übersetzt heißt das, den Bäumen werden die Anthocyan-Pigmente und Carotinoid-Verbindungen entzogen, die für den Farbwechsel benötigt werden. Haben wir jetzt hier so Biologieunterricht oder was soll denn? Also ist das ein bisschen Biologie? Man könnte gut Biologie sein. Das ist zweifellos das Werk eines Finsterzeit-Tentakels irgendwo im verwunschenen Wald. Nein, wirklich? Sturmgeläut! Sturmgeläut! Etwas von dem Toren bedreut. Was zum Teufel redet er? Bauer halten Toten wach. Das Leben ist Käse. Gute Nacht. Das Schiff Tristan. An einem anderen Ort, auf dem Dorfplatz, werden die Bewohner von einem zweiten Tentakel terrorisiert und noch etwas wütet dort. Allerdings ist die Brücke, die zum Platz führt, zerstört. Mhm. Der einzige andere Zugang führt durch einen geheimen Gang unter Tristans Haus. Okay.
Wie hast du das alles aus ein paar ziemlich deprimierenden Gedichtzeilen herauslesen können? Eine Analyse von Tristans 7643 Gedichten hat seine Kommunikationsweise und Denkmuster offengelegt. Ich glaube, ich verstehe ihn. Keine weiteren Hobbys? Ein von der Finsterzeit besudelter Wald, ein von der Außenwelt abgeschnittenes und belagertes Dorf? Oh, wir haben wohl keine Zeit, zwischendurch mal eine Apfelmusterei zu besuchen, oder? Ja, wir können jetzt entscheiden, was wir machen, und ich will zu Tristans Haus. Aus dem einfachen Grund, denn ich will am Schluss, ihr seht hier, man kann hier nicht durch, ist wegen etwas, was wir hier freischalten müssen. Bruder, wie gesagt, sie die Frame Drops. Ich lieb's einfach, wenn es Frame Drops gibt. Ach, herrje, was mache ich nur falsch? Ja, da hat es einen Gegner, den ich gar nicht mag. Den muss man bezwingen. Sehr schade. Die Angst überbrücken. Besiege Hylas. Hylas. Ah ja. Oi, der Disco Spark. Nehmt euch von den Hylas die Nacht. Sie können ihr Verbündeten helfen und Teambarrieren errichten, um sie zu beschützen. Okay. Außerdem haben sie einen Schock-Super-Effekt, der sich von seinem ursprünglichen Ziel zu anderen Helden in der Nähe ausbreitet. Okay. Ich sollte nicht singen, weil es ist eh alles verzögert. 233 Millisekunden. Was eure Motivation ist, fragt ihr euch? Ich, wenn ihr gewinnt, werde ich Slagsplash seinen Kanal abonnieren und Slagos ebenfalls. Da sage ich ja nicht nein, mein Lieber. Da bist du bald einer von den 350 Abonnenten. Machst du super. Gut, schauen wir mal, was die machen. Empfindlich Schleim. Blitzschaden. Macht guten Schaden. Ein paar HP haben sie schon. Schau mir, wer ist im Team. Ich schau, welches Team ich nehme. So. Oh, ins Team nehme ich mir Mario, Luigi, Rabbit, Luigi. Und die Sparks seht ihr hier. So, mein Team. Ja komm, gib mir ein bisschen Geld aus. Geld habe ich immer genug. Und legen wir los. Und hier gibt es neu, dass man hier die Sprungpads hat. Und die sind ziemlich gut. Denn man kann immer wieder fliegen und so. Und man braucht keinen Sprung. Das ist krass, ey. Und ich glaube, wenn ich es sogar richtig mache. Ach nee, so. Komm, schieß. Nee, als ob, hä? Aber nein, ich kann jetzt noch einmal springen. Jetzt noch einmal schießen. Yes. Vielleicht mit dem Crit ist er down. 40%, also 80%. Also, kein einziger. Ich hab keinen Bock mehr. Wie machen wir das? Du gehst mal darüber, I guess. Hast du keine Chance, ihn zu treffen? Ach, Bullshit. Aber mit dem Slime kann er einiges Schaden machen. Das klingt schon mal gut. Währenddessen glaube ich, Luigi um den anderen dort oben kümmert. Das wäre, glaube ich, schon ziemlich schlau. Die Frage ist aber schon. Eher unwahrscheinlich. Ich muss mir genau überlegen, was ich mache. Aber Rabbit Luigi kann hier schon mal etwas Gutes machen. Mache das hier, um einfach ganz viele Gegner in der Nähe umzubringen und vor allem den einzelnen Schleimtyp zu eliminieren und boah, ein paar Frame Drops auch noch einzusacken. Dann kann ich noch ihm rüberfliegen und noch einen Dash machen. Komm, flieg. Yeah. Er kann ja auch ziemlich gut Schaden machen.
und hier noch in Deckung gehen. Und hätte keine Chance, irgendetwas zu treffen. Okay. Was machen wir jetzt? Mario kann noch den einzelnen Goomba wegdashen. Hoffe ich. Komm. Gut. Alles andere wäre Betrug gewesen. Denn Luigi geht noch hier rüber aushelfen. Dass wir auch den alten Gespenst mal weg haben vom Fenster. Und ja, er macht hier mal einen guten Schaden. Und dann kann Luigi ihn finishen. Yes. Aber was er auch noch ebenfalls machen wird, ist der Eisenblick. Und jetzt mach ihn den Finish. Haben wir schon zwei. Plus ein Crit, 800 Schaden, wow. Ich glaube, Mario sollte sich irgendwie hier positionieren. Dann sieht das gut aus. Auch die Musik. Sehr gut. Gelungen. Hat der Teambarriere. Ah. Schade, ich hätte gehofft, dass hier der Feuerknecht daran glauben muss. Aber leider nicht. Schade, ich glaube, Luigi wird jetzt verbrennt werden. Schade. Es kommen noch mehr Portale, hä? Und das Problem ist, Mario kann ihn nicht alleine besiegen. Aufgrund dessen, da der Heiler, halt sich gegenseitig, ja, ein bisschen geholfen hat, sag ich jetzt mal. Wenn ich Glück habe, kommt Rabbit Luigi irgendwie dorthin. Nö. Ich glaube, Mario kann ihn auch ebenfalls nicht helfen. Doch. Wenn er jetzt geht. Ich habe einen sehr interessanten Plan, wie ich den Heilias beenden kann. Denn ich kann. Weiter. Einerseits kann ich einen Dash machen. Der Dash wird keinen Schaden machen. Und jetzt mit dem. Nein, ich warte. Hier kann ich noch einige Goombas einfach umbringen. Aber was? Nein, ich will einfach den noch mitnehmen. Also nehme ich einfach dir noch ein bisschen Schaden mit. Noch ein paar Crits. Ach nee. Nee, hey, Luigi wird schon kommen. Luigi schafft das schon irgendwie. Mario, hilf ihm müssen. Dann kann Luigi hier noch springen. Zieh. Nee. Oh, meine Güte. Also wichtig ist, dass sicherlich Mario noch hinzukommen wird. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Denn er wird aus der Luft noch einigen Schaden machen. Nee. Ah, er macht ihn instant tot. Nice. Sonst hätte ich im Notfall noch bei Rabbit Luigi noch den Feuerspark eingesetzt. Der Flächenschaden macht und noch einen Levelaufstieg auf Level 16. Okay, jetzt sind wir hier bei Tristans Haus. Der Disco Spark ist ebenfalls hier mit dabei. Und ich weiß, man sieht hier komische goldene Sachen. Aber damit können wir noch nichts machen, denn wir müssen fest in Tristans Haus. Okay, wir müssen hier einen Geheimgang finden. Es gibt nichts Offensichtlicheres als das hier. Ist immer so. Ist Mario gerade im Bücherregal stecken geblieben? Wow, Game Design. Wir sind hier in der Höhle.
Unser Weg zum Dorfplatz wird von einem Abgrund unterbrochen. Was bringt uns diese Abkürzung überhaupt? Könnte da mal jemand Licht in die Sache bringen? Da erscheine ich wohl genau im richtigen Augenblick. Ach du, Vollpfosten aus der Leuchtturm? Funke? Ich dachte, wir hätten dich auf Strahlestrand verabschiedet. Habt ihr euch aber wegen diesem ganzen Geräten über Sparksregerinnen erscheinen, es mir sicher bei euch zu bleiben, als bin ich euch gefolgt. Und ich wollte ebenfalls noch deinen Kanal abonnieren, deswegen, das war auch ein Grund, dass ich gekommen bin. Aber egal, ich will euch nicht zur Last fallen, aber wenn ihr Hilfe braucht, kann ich etwas Licht ins Dunkel bringen. Nice. Ich sehe das Licht! Okay. Und noch andere Dinge. Das haben wir wohl Funkel zu verdanken. Plötzlich erscheint mir der Weg über diesen Abgrund gar nicht mehr so finster und unheimlich. Genau. Jetzt kann man unsichtbare Pfade entdecken. Und ich weiß nicht, ob das nice ist. Es ist eine tolle Erneuerung, aber ich habe so ein mieses Gefühl. Und wegen diesem einen Dings konnte ich das Lockenbrocken nicht fertig machen. Nur wegen diesem Scheiß. Denn hier kommt plötzlich ein Weg hervor. Genau. Und jetzt wird man auch Rätsel mit dem haben. Oh je, meine. Also hier müssen wir durch, aber ich glaube, irgendwo müssen wir... Versteckt sich noch eine Truhe? Ach, gemeint. Na, hier kann man rüber, genau. Kann das hier noch bewegen. Und noch hinten dran. Für diejenigen, die für die 100% unterwegs sind, ist hier noch eine Erinnerung. Wir sind auch gar nicht mal so schlecht dran mit den Erinnerungen. Also wir haben ja Strahlenstand zu 100% abgeschlossen. Video natürlich oben rechts verlinkt. Aber ja. Flockenbrocken wird auch demnächst fertig sein. Ich glaube dann wird der nächste Part einfach ein paar Flockenbrocken Part sein mit diesem Spark-Mission. Ich weiß, es regt mich irgendwie auf. Ich will das eigentlich gerne zu 100% spielen. Das kann wirklich extrem frustrierend werden. Vor allem mit dem Partablauf. Und ich will zuerst noch Flockenbrocken fertig machen. Aber weil ich ja hier Prima Paletti zuerst mal anspielen muss, dass ich überhaupt Flockenbrocken fertig machen kann, das ärgert mich ja schon. Denn mir fehlen nur noch, glaube ich, so 5 Nebenmissionen und so. Und einfach noch die Spark-Mission. Also ich glaube, die nächsten Male werden wir wieder bei Flockenbrocken unterwegs sein. Stirbt im Schacht, das letzte für heute. Stirbt im Schacht. Besiege Oberlehrer. Oh je, meine. Ach nein, ich weiß sogar. Den habe ich nicht so gerne gemacht. Oberlehrer. Wir bekommen hier gar keine Instruktion. Er findet keinen Schock. Okay, ich schaue mir, was ich mit meinem Team anstelle. So, ins Team habe ich mir Rabbit Mario anstatt Rabbit Luigi genommen. Und bei Rabbit Mario ebenfalls noch... also die Sparks sind gleich geblieben bei Mario und Luigi. Aber Rabbit Mario ist noch der Disco-Dude dazugekommen. Und sein obligatorischer Electro-Dash-Spark, den ich immer sehr gerne bei ihm mache. Ich finde es immer so stark, wie man 50% jetzt Angriffsboost hat. Ich weiß nicht, wie viel es beim maximalen Stufe ist. Ich glaube 60%. Also wir müssen hier durch. Dort sind zwei. Ich glaube, Rabbit Mario gehört darüber. Mit dem Disco Spark. Könnte das etwas werden? Da schauen wir mal. Rabbit Mario. Die Frage ist, wie viel? Jojimini! Der kommt ja gar nicht weit, hä? Luigi soll ihm mal ein bisschen helfen. Okay. Machen wir sicherlich das so. Nein, ich wollte eigentlich den hier. So kommen die alle näher. Und dann kann er hoffentlich auch sehr, sehr guten Schaden machen. Oh! Idee. Ich mache mit Luigi Heldensicht. Genius Idee.
Jetzt mit dem Disco Spark. Denn die bewegen ja sich. Und er schießt dann. Macht 900 Schaden. Dann wird wahrscheinlich der erste schon ziemlich down sein. Und er wird auch noch sehr, sehr nahe kommen. Und dann wird richtig umgebracht. Und dann kann ich einfach hier mit dem Dash noch recht gut einen Massaker machen. Und ich hoffe, yes, er killt ihn sogar. Ich war noch nie so schlau. Vor allem, ich habe, nicht jetzt, aber im letzten Part, wo ich nicht kommentiert habe, offscreen noch am Rabbit Mario ein bisschen Power gegeben. Nämlich, dass er jetzt 5-mal schlägt, anstatt 2-mal, 3-mal. Entschuldigung. Das ist so strong. Und jetzt kann ich noch mit Mario hier auf seinen Kopf springen und dann hier noch ebenfalls guten Schaden machen. Ein Crit ist ebenfalls noch dabei. Und der Dash ebenfalls. Ui, das läuft perfekt bis dato. Jetzt fehlen uns nur noch 2. Und ich weiß noch, in meinem privaten Playthrough, ich habe nie weiter groß gespielt danach. Aber Scheibe, wie mache ich das jetzt weiter? Habe ich nie groß weitergemacht. Ich blieb bei Prima Paletti. Nee, mache ich nur 0%. Ärgerliche Momente. Ah, bei dem mache ich 50. Okay. Vielleicht habe ich Glück. Komm, gönn. Ich sehe es nicht. Ach, der Sohn. Ja. Er ist auch sehr traurig. Ab dafür war der Rest bei der Runde sehr, sehr gut. Ach je, nein. Das gefällt mir nicht so. Ah, er hat den Gegenschlag aktiviert, wenn ich es richtig im Kopf habe. Denn die können Gegenschlag machen. Komm, Rabbit Mario. Rabbit Mario! Kleiner Pfosten. Ach nee. Aber zuerst mal wichtig. Oh, macht er schon einen Gegenschlag, wenn ich ihn gedasht habe? Nee, gut. Ja. Kann jetzt hier theoretisch. Ja, kann Rabbit Mario hier weiter befördern. So, komm noch ein bisschen. Kann Rabbit Mario auch noch etwas Größeres vollführen. Denn er wird sich hier um diesen Dude kümmern. Und noch Mario weiter transportieren. Und dann werden die beiden anderen um den anderen kümmern. Elektro-Dash macht extremen Schaden, weil er ja Elektro-Schwäche hat. Wieder hier ein bisschen büßen müssen. Lecker. Ich lieb's einfach. Stirb einfach. Hier langsam. Versteht ihr, weil der Film stirbt langsam. Ne? Ah, hier hat er 100%ige Chance zu treffen. Lassen wir uns nicht ergehen. Und dann hier noch einmal springen. Und dann auch noch stampfen einmal. Und jetzt noch einmal dashen. Dass Luigi nicht mehr groß etwas machen muss. So. Flieg, mein Lieber. Hat hier 100%ige Chance? Yes. 2
runden Weg. Und du machst ihm noch genügend Schaden, dass er ebenfalls beendet wurde. Nice, da haben wir unser erstes Hauptziel schon mal erreicht. Sehe ich sehr, sehr gerne. Jo, kommen noch einige Sternteile ebenfalls noch. Ich will schauen, dass wir hier noch rauskommen. Irgendwie. Dass es dort einen Speicherpunkt gibt, dass ich dann eben die nächste Parts noch auf Flockenbrocken noch, mein Zeugs noch beenden kann. Ich muss jetzt schauen, ich muss jetzt hier der Orange betätigen, dass wir rauf können. Und dort oben ist ebenfalls noch eine Kiste, glaube ich, versteckt. Genau hier. So, so. Hä? Hä? Okay, das war jetzt richtig, richtig strange. Und jetzt einfach hier loslassen. Genau. Dann kommt man hier durch. Bitte kein Kampf mehr, ich will hier direkt raus. Ja, hier kommt man direkt raus. Und ich glaube, das war sogar die gesamte Höhle. So, da sind wir hier bei diesem Ort. Noch Checkpoint schnell aktivieren. Und das bedeutet, im nächsten Part werden wir auf Flockenbrocken noch schnell sein. Ja, ich weiß, es ist richtig beschissen. Ich würde auch gerne bei Primo Piloti weitermachen, aber ich will hier das Flockenbrocken abschließen. Ich habe schon begonnen, die 100% zu machen. Also werde ich auch es durchziehen. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Tag und bis bald.